Ja, grüß euch, da ist wieder die Natalie von Seelenheil. Heute wieder mit einem neuen Video für euch. Zuerst möchte ich mich bedanken für das rege Interesse an dem Aura-Chirurgie-Online-Kurs, den ich letztes Mal reingestellt habe, dass der zu erwerben ist. Und alle, die ihn bis jetzt erworben haben, wünsche ich viel, viel Freude und viel neue Erfahrungen damit. Und ihr wisst ja, ihr habt mit mir ein Gespräch oder mehrere Gespräche inkludiert und könnt jederzeit Fragen stellen, wenn was unklar ist. Und auf dem Kurs werden auch immer wieder neue Videos dazugeladen werden. Gut, um was geht es heute? Heute geht es um eine energetische Methode, die ich persönlich für sehr, sehr wirkungsvoll empfinde und auch sehr viel damit arbeite und wirklich unterstützend zu gewissen Sachen, gewissen Themen diese Methode anwende. Es geht um die Körperzeichen. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal davon gehört. Was sind Körperzeichen? Körperzeichen sind einfach, wie es der Name schon sagt, einfach Zeichen. Ja, entwickelt, das klingt jetzt so blöd, diese Zeichen gibt es ja eigentlich schon seit eh und je. Also die Indianerstämme oder der Yeti hatte ja auch diese Zeichen, diese Striche am Körper, die gibt es eigentlich schon von den Urvölkern her und darum wahrscheinlich sind sie auch so wirkungsvoll. Wer hat diese Zeichen wieder an die Oberfläche gebracht und weiterentwickelt? Das war der Erich Körbler. Der Erich Körbler, der lebte von 1938 bis 1994, war ein Österreicher. Was ich so weiß, recherchiert habe, war das, kam der aus Wien und war da einfach Elektriker, ja, und hat da recherchiert und geforscht. Seine Tochter, die hatte eine schwere Hautkrankheit, wo die Medizin dann am Ende war. Also die konnten dann nicht mehr wirklich helfen. Und der Herr Körbler, der Erich Körbler, hat dann diese Zeichen weiter ausgearbeitet und konnte somit seiner Tochter helfen. Und die wurde anhand dieser Zeichen wieder gesund. Ja. Das Hauptzeichen von den Körbler Zeichen ist die Sinuswelle. Ja, er war ja Elektriker, kannte sich gut aus mit Mathematik und so weiter. Und vielleicht kennst du eine oder andere aus der Schule die Sinuswelle. Ja, die Sinuswelle ist dieses Zeichen. Ja, und die Sinuswelle, es steht ja auch da. Die Situation ins Gegenteil umkehren, das ist dieses Umkehrzeichen. Also die Sinuswelle kehrt alles ins Gegenteil um. Das heißt, du hast jetzt zum Beispiel Schmerzen da am Handgelenk, zeichnest hier die Sinuswelle rauf, wandelt sie diese Schmerzen in keine Schmerzen mehr um. Ja? Oder du hast ein Problem mit deinem Magen, du kannst es schlecht am Magen malen, ja. Ah, dann nimmst du, ich zeige euch das dann auch gleich. Schreibst du auf dem Papier Magenschmerzen, machst das Sinus drüber, informierst Wasser damit und somit trinkst du das dann und es kehrt auch diesen Magenschmerz ins Gegenteil über. Es gibt auch noch weitere Zeichen. Also, das ist dieses Sinuszeichen, das ganz wichtig ist und das kann man auch verstärken mit Querstrichen. Ja, also. Man kann das auch austesten mit einem Dehnsuhr, wenn ihr das schon könnt, oder mit einem Bändel. Falls nicht, es folgt ja bald demnächst mein Bändelkurs. Sieht das dann so aus, ja? Also wenn die Beschwerden jetzt doch massiver sind, kann man das Sinuszeichen mit einem Strich verstärken oder auch dann noch mit zwei Strichen verstärken. Ja? Also das ist wirklich das Höchste. Und bei diesen Zeichen muss man aber auch aufpassen,
Da muss man wirklich austesten, wie lange sollte es am Körper sein, weil wenn das zu lange oben bleibt, zum Beispiel du malst es dir aufs Handgelenk, weil du Schmerzen hast und die Schmerzen sind dann weg innerhalb von 2 Tagen und du lässt aber dieses Zeichen oben, kehrt das wieder ins Gegenteil um. Das heißt, die Schmerzen kommen dann wieder. Da ist es dann wichtig, das Zeichen wegzuwaschen oder einfach zu einen Strich durchmachen, zu entwerten quasi. Ja? Gut, das ist einmal das wichtigste Zeichen, der Körperzeichen. Und ich sage, mit diesem Zeichen ohne Strich, ja, da könnt ihr nichts falsch machen. Ja, auch wenn das jetzt länger oben bleibt, ist es kein Thema. Das ist dann nicht, hat keinen negativen Aspekt. Ein noch wichtiges Zeichen ist das Y. Das Y wandelt alles ins Positive um und stellt den Fluss her. Das ist das Y, wirkt positiv und verstärkt. Du kannst dich auf ein Y draufsetzen. Ja, du kannst ein Y unter dein Bett legen. Du kannst ein Y auf deine Medikamente malen, aufs Hundefutter, Katzenfutter, auf ein Lebensmittel, das du nicht verträgst. Und das wird dieses harmonisieren. In der Energetik ist es auch sehr gut anwendbar, alles, was mit Zysten zu tun hat, ja, was mit Wasser gefüllt ist, Schwellungen, wenn du dich angestoßen hast und eine geschwollene Hand oder Fuß hast und du malst das Y rauf, wird der Fluss hergestellt und das ist im Nu, also ich habe das beobachtet, innerhalb einer Nacht, oft eines Tages, ist die Schwellung weg. Ja? Also Y auch ein ganz, ganz wichtiges Zeichen von den Körperzeichen. Das dritte Zeichen, das ich auch sehr wichtig finde, sind diese Entzündungsstriche. Ja? Also wenn du eine Entzündung im Körper hast, machst du hier Striche hin. Ja? Du malst dir quasi 5 Striche aufs Handgelenk, quasi da so rauf. Ja? Und das beugt Entzündungen vor. Und im Prinzip sind diese 5 Striche das ganz gleiche wie die Sinuswelle. Also die Sinuswelle ist gleich 5 Striche. Die Sinuswelle mit dem einen Strich als Verstärkung ist gleich, also wenn du 6 Striche malen würdest. Ja, nur so ewige Striche malen ist umständlich, darum nimmt man die Sinuswelle. Ja, und da irgendwie das Sinus herzeichnen könnte man vielleicht auch, aber man sagt, wenn man da an den Handgelenken 5 Striche macht, beiderseits, dann beugt man Entzündungen vor oder unterstützt, dass sich diese schnell wieder auflösen. So, das sind jetzt die Zeichen für die Gesundheit unter anderem auch. Jetzt kommen wir zu Schutzzeichen. Das Balkengleiche Kreuz, ja, da gibt es 2 Arten, und zwar das ganz das Einfache, das sieht so aus, also das sind wirklich diese 2 Balken gleich lange, das ist wirklich ein Schutzzeichen, ja. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Fenster habt, da gibt es ja diese Fenster, wo in der Mitte auch dieses Kreuz drinnen ist, dann habt ihr schon automatisch einen Schutz in eurer Wohnung, weil dieses Zeichen strahlt bis 1 Meter, ja. Und schirmt ab. Ich muss ehrlich gestehen, mit diesen Zeichen arbeite ich so gut wie gar nicht, weil ich nehme das kraftvolle Schutzzeichen. Ja, das ist quasi dieses gleichschenkelige Kreuz mit diesen 4 gleichschenkeligen Kreuzen an den Ecken. Und das hat richtig Power. Also wenn ihr euch vorkommt, ihr müsst euch schützen oder es ist was in der Wohnung oder im Haus oder im Grundstück, macht euch Zettel mit diesem Zeichen und es schirmt alles ab. Ihr könnt auch dieses Zeichen unter das Bett legen. Wenn ihr meint, ihr habt Wasseradern, Körgitter, irgend sowas, rund rein damit unter das Bett oder unter die Matratze und das schirmt ab, ja. Die Wasseradern sind zwar jetzt nicht weg, aber es strahlt nicht mehr zu euch ins Bett. Oder auch bei den Tieren, ja, unterm Hundekörbchen, das reintun. Und das wirkt auch sehr positiv, wenn man wirklich jetzt
Ja, da habe ich schon die interessantesten Geschichten gehört, ja, auch an bei Krankheiten. Ich wohnte mal in einer Siedlung, da hatte die ganze Siedlung irgendwie, hatten die alle Krebs, ja, bis man draufkommt, da geht eine Wasserader durch. Legst du dieses Zeichen rein, bist du abgeschirmt, ja. Also man kann wirklich von diesen Strahlungen auch, wenn man feinfühlig sensibel ist, hin und wieder mal was abkriegen, ja. Ob jetzt diese Tumore wirklich jetzt von den Wasseradern war oder ob sich die irgendwie, ja, keine Ahnung, von Geburt an schon irgendwie im Energiefeld war, sei dahingestellt. Fakt ist, Wasseradern sind nicht gesund, nicht gut und man kann sich dagegen schützen. Ja, also mit diesen Zeichen, das empfehle ich sehr, auch auf ein kleines Zettelchen schreiben, ja, wenn ihr so Notizzettelchen habt, das muss gar nicht groß sein. Ihr malt das darauf, steckt es in die Hosentasche, wenn ihr in die Arbeit geht oder in die Handtasche rein, dass ihr das bei euch habt. Und ihr werdet sehen, es bleibt euch fern. Alles, was negativ ist, bleibt euch wirklich fern. Ja, auch ein Zeichen, mit dem ich sehr, sehr viel arbeite. Und jetzt kommt noch ein Zeichen, mit dem ich sehr, sehr viel arbeite. Und zwar geht es da um Elektrosmog. Ja? Also dieses Zeichen schirmt wirklich elektrische Strahlungen ab. Ja? Fernseher, WLAN-Box, Radio, Handy. Ich habe wirklich das auf ein kleines Zettelchen und hinten in die Handyhülle reingetan immer. Jetzt gibt es natürlich auch schon andere Sachen von der Firma Schumann, die ich ja auch vertrete. Das findet ihr auf meiner Homepage. Gibt so ganz kleine Aufkleber, die auch sehr machtvoll sind. Kosten, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, die 30 Euro und schirmen auch wirklich alles ab, auch dieses 5G. Ja. Wer das Geld nicht hat, wer sich das nicht leisten will, bitte dieses Zeichen. Das wirkt auch sehr, sehr gut. Ja. Sieht aus wie eine Autobahn oder eine Straße. Ja, du machst einfach zwei gerade Striche, dann in der Mitte so einen geteilten und dann diese drei kleinen Striche. Also es sieht aus, wenn man es so anschaut, wie eine Straße, ja, wie die Autobahn. Ja, das sind jetzt einige wichtige Zeichen von den Körblern. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Aber es wird dann zu viel und man braucht dann die ganzen Zeichen dann nicht wirklich. Ich finde, die ich euch jetzt gezeigt habe, die sind wirklich, mit denen kann man wirklich was machen, ja. So, jetzt ist die Frage, wie gehe ich jetzt vor? Ich werde euch jetzt mal, ich werde mich da für euch bemalen. Ich schaue, ob ich einen wasserlöslichen Stift finde. Von meiner Oralchirurgie habe ich ja einen. So, ihr habt jetzt angenommen, ich gehe jetzt wieder vom Handgelenk aus, ihr habt euch das Handgelenk geprellt und wir nehmen an, es ist geschwollen. Ich habe gesagt, bei Schwellungen ist es immer gut, dieses Y-Zeichen zu verwenden. So, wie malst du das Y-Zeichen auf? Du malst es immer so auf, dass der Strich, ja, wenn ich das euch jetzt auf dem Zettel so zeige, so, das Y, ja, ihr malt es immer so auf, dass der Strich Richtung Herz zeigt, ja. Also, wenn ich jetzt da einen Schmerz habe, zeichne ich es so rauf und nicht so, ja. Immer der Strich Richtung rauf, Richtung Herz. Ja? Wenn ich jetzt am Kopf Verschwellung habe, zeichne ich so hin. Ja? Habe ich an den Füßen was, zeichne ich es wenn das jetzt mein Fuß ist, so, dass er rauf zeigt Richtung Herz. Weil da kommt wirklich der Fluss rein und das kann sich auflösen. Also immer dieser Strich Richtung Herz. Ja? So, wenn du jetzt angenommen das Futter deines Tieres harmonisieren willst, dann nimmst du einfach ein Schälchen, ich habe jetzt nur ein Glas da,
und kannst dieses Y direkt unter das Schälchen legen und auch dort liegen lassen. Also mit dem Y kannst du nichts verkehrt machen, das kannst du immer und ewig an den Platz lassen, es wird immer harmonisiert werden. Ja, also das Zeichen kannst du immer dort lassen, solange es für dich stimmig ist. Ja. Gut, also das ist Y. Ja, ich gebe dann eh noch ein paar Infos hinten rein dann beim Video. Und wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Bitte nicht böse sein, wenn ich nicht gleich auf der Stelle antworte. Es dauert oft ein, zwei Wochen, weil ich wirklich so viel zu tun habe. Aber ich vergesse euch nicht. So, jetzt angenommen, gehen wir wieder zum Magen. Ihr habt Magenschmerzen. So. Jetzt schreibe ich auf den Zettel Magenschmerzen. Ich hoffe, man kann das so lesen. Ja. Und mal die Sinuswelle darüber, weil ich will ja, dass sich diese Magenschmerzen ins Gegenteil kehren. Sie sind jetzt nicht so schlimm. Mir ist alles ein bisschen flau und da genügt wirklich diese Sinuswelle. So. Wie gehe ich jetzt vor mit diesen Zeichen? Die linke Hand ist immer die Hand, die aufnimmt und die rechte ist die gebende. Ne? In Zeiten, wo man sich noch die Hand gegeben hat, gibt man die rechte Hand. Man gibt die Hand. Ja? Also rechts geht die Energie raus, links geht sie rein. Das heißt, du nimmst diesen Zettel links und ein Wasserglas rechts. Das muss jetzt nicht voll sein, es kann auch Viertel voll sein oder halb voll sein. So, und dann machst du Folgendes: Du schaust dir diese Information einfach nur an. Ja, es können dann natürlich auch mehrere Sachen oben stehen. Also bis zu fünf Sachen kann man raufschreiben. Mehr würde ich nicht machen, dann ist das überlastet. Aber du kannst dann noch raufschreiben, keine Ahnung, Kopfweh und Zahnweh und was dir halt alles weh tut. Oder auch seelische Disharmonie, psychische Beschwerden, das kannst du alles raufschreiben, ja. Und schaust dir diese Information an und stellst dir einfach vor, diese Information fließt da rein, geht darüber und geht dann durch die rechte Hand ins Wasserglas. Und das machst du genau für 3 Minuten. Und nach 3 Minuten trinkst du dieses Wasser und du wirst sehen, es schmeckt anders wie ein anderes Wasser, das nicht informiert ist. Das kannst du dir so vorstellen, diese Medizin, das ist Medizin, die ist dann da drinnen und du trinkst das. Ja? Das wäre die beste Möglichkeit. Wenn dir das zu umständlich ist, leider ist das manchmal zu umständlich, nehmt dir diesen Zettel, stellt am Abend das Wasserglas direkt drauf und trinkt es am Morgen und stellt am Morgen gleich wieder Neues drauf, das ihr am Abend trinkt. Also zweimal am Tag ist empfehlenswert. Ja, auch dann ist das Wasser informiert. Mit Zettel halten ist es halt intensiver. Ja, aber bevor ihr gar nichts macht, raufstellen, schauen, dass das Wasserglas trocken ist. Das Zeichen darf nicht mit einem Wassertropfen oder was durchtränkt sein, dann hilft es nichts mehr. Ja, trocken ist oder unter Folie rein. Oder nachmalen oder so. Ja? Und das macht ihr dann eine Zeit und dann werdet ihr merken, das tut sich was. Ja? Also ihr könnt da alles machen, Allergien. Also wirklich alles. Oder für euer Tier, wenn es eurem Tier nicht gut geht, Gelenksbeschwerden. Alles könnt ihr mit diesen Zeichen unterstützen. Und diese Zeichen auf euch anwenden. So, jetzt habe ich ja bei meinen Aura-Chirurgie-Videos viele Anfragen in Bezug auf die Zähne bekommen. Ja, Zahnprobleme ist ein großes Thema. Ihr könnt euch auch, ich habe jetzt gerade kein Bild bei der Hand, entweder wenn ihr ein Thema mit den Zähnen habt oder auch anderen Körperstellen, ja, ein Röntgenbild hernehmen von euren Zähnen oder ihr druckt euch aus dem Internet einfach ein Gebiss aus. Ja? Angenommen, ihr habt hier irgendwie eine Entzündung im Zahnfleisch oder an der Wurzel nach einer Wurzelresektion,
dann könnt ihr wirklich direkt auf dem Bild, entweder auf dem Röntgenbild oder auf dem ausgedruckten Bild, dorthin das Sinuszeichen malen. Ja, oder das Y oder das verstärkte Sinuszeichen. Wirklich dorthin malen. Ihr legt dann dieses Bild irgendwo in die Nähe, wo ihr das jeden Tag seht und wo ihr jeden Tag vorbeikommt und seht das an und dann werdet ihr merken, da tut sich was. Ja, da löst sich was. Ja, ihr könnt auch dann herumexperimentieren. Entweder wenn da ein Eiterherd ist, würde ich schon zuerst das Sinus anwenden oder sogar Sinus verstärkt mit einem oder zwei Strichen für 2, 3 Tage und danach aufs normale Sinus runtergehen und dann zum Schluss das Y zum Ausleiten, wenn ein Eiterherd da war. Ja, also das auch ganz wichtig. Ja, und wie ich schon gesagt habe, bei psychischen Beschwerden, bei Ängsten, bei Existenzängsten, Verlustängsten, wichtig ist immer das negative Wort hinschreiben, also die negative Bezeichnung, weil er das Zeichen das dann umkehrt. Ja, es gibt dann ja auch Körbler-Kreis, also Körbler, dieses, was ich euch jetzt gezeigt habe, nennt man auch Medizin zum Aufmalen oder neue Homöopathie. Wirkt auch ganz gut, also das mit diesen Körblerzeichen, wenn ihr einen Garten habt, wo viele Maulwürfe sind, zum Beispiel kann man auf Steinen auch entweder Maulwurf draufschreiben, das Zwei-Strich-Sinus und die Steine verteilen, ja, oder Schnecken, ja, wenn im Garten Schnecken sind, Schnecken-Sinus, vielleicht ein bisschen in der Folie und so ein bisschen verteilt reinstecken, ihr werdet sehen, im 0, nix ist diese Plage weg. Ich persönlich habe es im Reitstall auch angewendet. Ich hatte ein Pferd, also eine Kundin von mir hat ein Pferd, das sich in der Box gar nicht wohlgefühlt hat und habe dann einfach das Y so an die Wand reingehängt. Ja, also da ist es dann, da hänge ich es gerade hin. Ja, Y nach Gefühl an die Wand gehängt und die Box war harmonisiert. Und dieser Bericht ist übrigens auf meiner Homepage. Das eine Pferd, das drinnen ist, und der hat sich dann pudelwohl in seiner Box gefühlt, bis er irgendwann eines natürlichen Todes gestorben ist. Also da bleibt wirklich, gibt es keine Grenzen für das, mit dem, was ihr alles machen könnt. Und das ist der Körblerkreis, ja. Das ist dann wirklich schon eine Technik, die zeige ich euch wirklich in einem anderen Video. Da solltest du pendeln können oder mit denen so arbeiten können. Und da kann man richtig wirklich etwas ausleiten, zum Beispiel Allergie oder andere Beschwerden. Man testet aus, welches Zeichen jetzt gerade aktuell für dieses Thema passt. Ja, dann testet man aus, wie viele Tage das Zeichen man raufmalen soll oder einnehmen soll. Nach dieser Zeitspanne fragt man wieder nach und das geht meistens immer ein Zeichen runter, runter, bis es fertig ist. Ja. Alles, was über diesem Sinus ist, da braucht der Körper Unterstützung. Ja. Also Unterstützung mit den Körblerzeichen. Wenn jetzt etwas auf Grad 4 testet, ja, das sind eben gerade 2, 3, 4, 5. Da seht ihr das, was ich vorher gemeint habe. Sinus sind gleich 5 Zeichen, Strich Sinus sind gleich 6 Zeichen, 7, 8. Wenn es 2, 3, 4 testet, ist es kein Thema, dann kann sich der Körper selbst helfen. Ja, da muss man nichts machen. Und ab Grad 5 braucht er eben Hilfe und Unterstützung. Ja. Aber ich werde vorher meinen Pendelkurs reingeben und da werde ich auch das behandeln. Aber es ist jetzt kein Problem, wenn ihr das nicht könnt. Ihr müsst das jetzt nicht können. Ihr könnt trotzdem mit den Körblerzeichen arbeiten. Einfach mit dem Sinuszeichen, wie ich euch gesagt habe, mit dem Y, mit dem Schutzzeichen, mit dem Elektrosmogzeichen.
Das Einzige, was zu beachten ist, wenn ihr jetzt wirklich mit dem Sinus, mit dem Verstärkten arbeitet, ja, mit zwei Strich verstärkt, das ist das größte, das höchste Zeichen von den Körpern, das hilft. Es gibt auch noch ein Dreistrich-Sinus. Meiner Meinung nach bringt das nicht mehr viel, weil da geht der Kreis schon wieder zusammen, dann bei der neuen in die Vollkommenheit. Das zeige ich euch dann alles beim Kurs. Das ist jetzt gar nicht relevant. Wenn ihr wirklich starke Schmerzen habt, dieses Zeichen bitte nie maximal 3 Tage oben lassen, nicht länger. Ja, sonst ist die Gefahr, dass das wieder umwandelt. Nach 3 Tagen und ihr habt noch immer Schmerzen, dann mal schreibt ihr ein neues Zettel, lasst einen Strich weg und mal dieses Zeichen drauf. Dieses Zeichen bitte dann auch nicht länger wie 1 Woche bis 10 Tage maximal. Und dann malt ihr nur mehr das drauf. Und das könnt ihr dann so lange oben lassen, bis die Schmerzen weg sind. Und dann auch weg damit. Also das ist das Einzige, das ich euch anraten würde zu beachten. Ansonsten könnt ihr loslegen. Wirklich bei jeglichen Themen, Beschwerden, euren Tieren, Kindern hilft es ganz gut. Ja, neue Homöopathie, das Kind hat Bauchweh, du malst ihm einfach dieses Sinuszeichen rauf und das Bauchweh ist ihm nur weg. Ja. Du kannst jetzt auch auf ein Pflaster drauf malen. Und es gibt auch die Zauberstifte, aber ich glaube, ich habe jetzt gerade keinen da. Die gibt es zu bestellen. Da kannst du ein Zeichen raufmalen und da ist so ein ultraviolettes Licht am Stoppel und da siehst du das Zeichen und das siehst aber nur mit diesem Licht. Also könntest dich da voll bemalen, das sieht keiner und das Zeichen wirkt trotzdem. Es sind ganz billig, gibt es im Internet. Ich verlinke es euch unter meinem YouTube-Video, wo ich die ganzen Sachen habe, die ich für die Augenchirurgie nehme. Da verlinke ich euch diese Stifte. Und was ihr noch machen könnt, wenn es schnell gehen muss, in die Aura malen. Ja? Also wirklich, wenn ich jetzt mich da angestoßen habe, wirklich mit dem Finger einfach in die Aura das Sinuszeichen. Ja? Das wirkt dann 10 Minuten, du musst das halt wieder nachmalen, wenn du noch keinen Stift hast. Aber diese Zeichen haben schon einmal einen Menschen davor bewahrt, dass er wegen einem Wespenstich ins Krankenhaus musste. Weil bis die Rettung da war, hat er wieder Luft bekommen. Also da wirkt es auch ganz gut. Das hätte ich fast vergessen zu sagen, bei Insektenstichen wirkt das wirklich sofort auf die Sekunde. Ich zeichne euch jetzt den Insektenstich auf. Was macht ihr da? Ihr malt zuerst mal direkt über den Stich das Sinus und Zeichen rundherum. Das ist wirklich, das wird auch als Insektenschutz, als Insektenstich-Auflösungsmittel gehandhabt. Und Zeichen rundherum die 4 Striche, also 2, 2, 2, 2. Das Zeichen ist gegen Insektenstiche. Und das habe ich gemeint, ja, da hat es einen Menschen gegeben, der hatte Wespenallergie, kriegt dann sofort keine Luft, ganz schlimm, ne? Und ihm wurde dieses Zeichen raufgemalt und bis die Rettung da war, Viertelstunde später hat er wieder ganz normal Luft gekriegt und der allergische Schock war weg. Also, probiert es aus, wenn Fragen auftauchen, einfach in den Kommentaren reinschreiben oder mir eine WhatsApp schicken oder eine E-Mail und ich werde natürlich nach sofort oder besser gesagt sofort, wenn die Zeit zulässt, darauf antworten. Gut, meine Lieben, das war es auch zum heutigen Video mit den Körblerzeichen. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Tschüss.